die Nayel Reis mit einem Neugeborenen. Wir zeigen dir, wie du die Einstellungen der Nayel Reis an dein Neugeborenes anpassen kannst. Zuerst ziehst du die Babytrage wie einen Pullover an. Und dann sorgst du dafür, dass der Hüftgurt hoch positioniert ist. Am besten über deiner Taille. Dadurch entsteht eine tiefe Öffnung, in der dein Baby sitzen kann. Anschließend setzt du dein Baby in die Trage. Und schließt die Schnallen. Ziehe die Schultergurte fest. Und neige dann die Hüfte des Babys zu dir. Das verschafft dem Kind eine bessere Position. Du kannst auch die Größe des Frontpanels anpassen, indem du die Kordeln an der Vorderseite festziehst. Dadurch erhältst du eine bessere Passform für ein Neugeborenes. Einige Eltern ziehen es auch vor, ihr Neugeborenes mit den Füßen in der Trage zu tragen. Dies ist auch eine Option. Die Nayel Reis kann vom Neugeborenenalter bis zum Alter von 3 Jahren verwendet werden. Sie verfügt über eine verstellbare Nackenstütze. Auch die Vorderseite ist verstellbar. Der Hüftgurt ist stabil, was dir eine hervorragende Gewichtsunterstützung bietet. Der Steg der Babytrage ist verstellbar. Das Frontpanel ist leicht verstellbar, wenn du die Babytrage trägst, sodass du alle Einstellungen anpassen kannst. Ganz einfach, wenn das Baby schon in der Trage sitzt.